Ja, einfach vielleicht ganz kurz, 2-3 Minuten mal Ihre Aufmerksamkeit. Wie gewohnt nach dem Spiel lassen wir einmal noch unsere Trainer zu Wort kommen nach dem heutigen Spiel. Ich weiß nicht, ob ich für alle spreche. Ronny hat es ein bisschen ans Passspiel erinnert, nur dass wir heute natürlich die 3 Punkte in der Landeshauptstadt behalten. Herr Budniak, herzlich willkommen in der Landeshauptstadt. Ja, als Tabellenletzter gab es auch leider Ronny Team. Entschuldigung. Nein, war keine böse Absicht. In unserem Publikum heute ehemaliger, was wollte ich gerade sagen, Weltklasse-Torwart Martin Piekenhagen, heute hier einmal zu Gast in den heiligen Städten von Schwerin. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und dann würde ich auch gerne das Wort an den Tabellenvorletzten übergeben. Das ja auch mein Haupt. Ja, einfach, also jetzt nicht nochmal. Ein paar Worte zum Spiel. Ja, erstmal muss ich sagen, kann man ja auch als Messina-Fan werden von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn man hier so herkommt, ist es schon ein bisschen anderes Ambiente als auf den anderen Fußballplätzen, die man teilweise als Messina gar nicht gefunden hat. Und natürlich auch wieder die dritten Daumen. Ich habe jetzt Fan geboren. Es macht auch Spaß, hierher zu kommen. Und da sieht man dann eigentlich auch die Welpen, die zwischen Messina und Schwerin liegen. Es sind Welpen. Heute, Gott sei Dank, haben wir versucht, die 90 Minuten relativ kurz und die Abstand wieder relativ klein zu halten. Und aus Messina Sicht gibt es natürlich 2 Szenen, über die man dann sprechen muss. Das 1-0, was dann eigentlich ein klarer Abwehrfehler ist, und dann natürlich die 87. Minute, wo wir eigentlich dann da waren und hinten 1-0 erzielen müssen, 1-1 erzielen müssen durch den Elfmeter. Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, ich muss mich auch entschuldigen, oder ich muss mich nicht entschuldigen bei den Zuschauern, ich will einfach sagen, uns fehlt eine komplette Verbandsligamannschaft und wir sind ja also mit dem Rest vom Schützenfest hier angereist. Und dafür haben sich meine Jungs hier absolut super achtbar aus der Affäre gezogen. Das kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Und Glückwunsch natürlich an Schwerin, dass die 3 Punkte hier verdient sind. Das ist unstrittig. Schön. Ja, der Druck ist natürlich enorm hoch, wenn man in die Landeshauptstadt kommt. Ne? Ronny, zu dir nochmal. Ich glaube, die 2-10 haben wir gut angesprochen. Glück für uns, dass wir das 1-0 machen. Glück für uns, dass wir das 1-0 auch halten. Ich glaube, es gab ein paar Worte in der Kabine zu sagen. Oder wir werden noch fallen, oder? Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Tja, was soll man so einem Spiel sagen? Momentan ist es so, dass ich so das Gefühl habe, und das merkt man auch bei der Mannschaft, dass wir auswärts lieber spielen als zu Hause. Muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein bisschen vorsichtig, was man so zu den Plätzen sagen soll. Aber wenn man hier auf dem Platz Fußball spielen soll, dann ist das relativ schwierig. Und wenn man sich so die Ergebnisse anguckt und sagt, Mensch, die Mannschaft hat in Nordbrandenburg 6 Dinger gemacht und hier zu Hause haben sie so große Probleme, dann muss man schon so sagen, das liegt auch, ich sage mal, mindestens zu 40-50% am Platz. Das ist ganz einfach so. Wir sind eine Mannschaft, wir wollen Fußball spielen. Wir haben viele richtig gute Fußballer in unseren Reihen. Und ja, da ist es dann eben so, dass Mannschaften, sag ich mal, wie Maschinen natürlich dann immer wieder die Möglichkeit kriegen, wenn man halt die Bälle halt nicht optimal verarbeiten kann, in die Zweikämpfe zu kommen. Nichtsdestotrotz haben sie sicherlich versäumt, sage ich mal, gerade auch in der zweiten Halbzeit, das 2-0 zu machen, weil ich glaube, da wäre der Deckel drauf gewesen. Aber ich habe der Mannschaft eben gesagt, das ist eben so ein sogenanntes Schweinespiel. Da müssen wir wirklich auch ganz konzentriert bis zum Ende arbeiten, weil eine Situation kann eben kommen. Und die ist gekommen. Nur haben wir nicht mal das Glück, weil wir oben stehen, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist, sage ich mal. Ich denke, im letzten Jahr hätten wir so eine Spiele dann wahrscheinlich 1-1 beendet. Ja, muss man einfach mal abhaken, sage ich mal. Im Endeffekt muss man so ein Spiel auch mal mitnehmen. Ich dachte, das wird sicherlich nächste Woche nicht einfacher werden. In Rockendorf, da werden die Platzverhältnisse eh nicht so sein. Da müssen wir uns ganz einfach mit anfreunden. Ja, Fußball zählt die Tore, da haben wir zum Glück heute 1 mehr gemacht für ihr Gegner. Und ja, das war es eigentlich auch am Ende. Ja. Ja. Gesprochen, Platzverhältnisse. Ich glaube, jeder, der Donnerstag in Nankova hat gesehen, wo die Reise hingehen kann. Allerdings brauchen wir natürlich noch nicht nur für die Jugend, sondern auch für uns enorm viel Unterstützung, sodass man auch da attraktiven Fußball dann sehen kann, den es mit Sicherheit auch geben wird. Ich frage gerne nochmal in die Runde. Einige sind ja doch da, die viel Fragen auf den Plätzen auch hatten. Gibt es noch Fragen an unseren Gästetrainer? Gibt es noch Fragen an unseren Heimtrainer? Jetzt ist alle ruhig. Das heißt, die 200 Trainer, die vorne alle da waren, sind alle in ihren Fragen bestätigt worden wahrscheinlich. Dann darf ich vielleicht nochmal die Gelegenheit nutzen, ich muss einmal schnell hinter der Wand verschwinden, nicht um ein Geschäft zu machen, sondern was zu holen. Und darf einmal Roland Maat mal schnell nach vorne mit Roland, komm mal ran. Wir wollen eigentlich mal sagen, einfach Danke sagen, und zwar für das, was du in der Vergangenheit gemacht hast für uns. Wir wollen Danke sagen für das, was du in der Gegenwart für uns machst. Und wir wollen schon mal Danke sagen, dann greifen wir natürlich voraus, was du alles in der Zukunft für uns machst. Und da haben wir gedacht, vom FCM aus, ja, wir haben ja viele schicke Fotos gemacht.
lassen wir einfach mal natürlich von Geburtstagskind Stefan Schmidt gestern 39 oder 38, Stefan? 17. Also, vielen Dank von uns. Ja, und habt Freude dran an unserer Mannschaft, habt Freude an unserem Verein. Und wir sagen herzlich nochmal Danke an alle, die da sind. Herzlichen Dank. Ab 10.000 Euro gibt es übrigens sowas. Ja, das ist selbstverständlich. Ja? Also hoffen wir, dass wir viele Plakate noch fertig stellen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie da waren. Ne? Ronny, kämpft weiter und ich sage schönen Dank und tschüss.